Ja, wir wollen jetzt ein bisschen Analysis machen. Analysis heißt Hochtiefwendepunkte rechnen. Das ist so für euch das. Hochtiefwendepunkte rechnen nach Nullstellen von einer Funktion. Ich habe die hier hingeschrieben, die Funktion soll Sinus x minus 0,5 sein. Und damit wir da quasi Hochtief- und Wendepunkte rechnen können, brauchen wir ein paar Formeln. Und die erste Formel habe ich hier hingeschrieben, was ist denn Sinus bx plus c abgeleitet? Was ist Sinus bx plus c abgeleitet? B mal Cosinus bx plus c. Sehr gut. Und das ist eine Formel, die ist vor allem für den Grundkurs zentral. So, dann Cosinus bx plus c abgeleitet. Minus b mal Sinus, Klammer auf, bx plus c. Jawohl, sehr gut. Also das sind zwei Formeln, die sind zentral. Wie gesagt, vor allem für den Grundkurs im Leistungskurs setzen wir die sowieso voraus. Die bitte vor allem für den Grundkurs auswendig lernen. Und jetzt haben wir hier eine Funktion und von der Funktion wollen wir Nullstellen, Extrempunkte und Wendepunkte rechnen. So, wir fangen am besten mal mit den Nullstellen an. Wie geht das? Wie geht das mit den Nullstellen? Also das sollte jetzt jeder wissen, wie man eine Nullstelle rechnet, sonst haben wir Null ein Problem. setzen Ja, und dann plus natürlich. 0,5 und dann halt ausrechnen. Ja, dann machen wir das doch. So, Sinus x gleich. A Cosinus gleich 0,5. Und was ist der Arcosinus von 0,5? Ja, könnt auch im Taschenrechner rechnen. Steht auch in der Tabelle. Was kommt Die raus? Sechste. Ja, sehr gut. Ja, Pi Sechstel plus 2 Kpi, das ist das x1. Was müssen wir noch machen? 6,2 ist Pi minus Pi Sechstel plus 2 Kpi, also 5 Pi Sechstel. Und ich habe festgestellt, dass der Parallelklasse das so schwer gefallen ist, sowas zu rechnen, dass wir hier nur die Nullstellen, Extrem- und Wendepunkte im Intervall 0, 2 Pi rechnen. Das heißt, wir lassen das plus 2 Kpi jetzt in dem Fall weg, weil das einfach das Ganze unnötig verkompliziert. Es reicht mir erstmal, wenn wir das nur so hinkriegen. Also wir haben es x1 und x2, allerdings im Intervall 0, 2 Pi, ist aber unproblematisch, das haben wir da. Gut, so, damit folgt daraus, dass wir auch unsere Nullstellen angeben können. Wie heißen unsere zwei Schnittpunkte mit der x-Achse oder auch die Nullstellen, wie heißen die jetzt? Also wenn es die Schnittpunkte mit der x-Achse sind, wie heißen die Sechstel Pi Strich 0? Sechstel Strich 0 und 5 Pi Sechstel. Ja, völlig richtig, ja. Gut, das war noch kein Problem. Das Problem tritt jetzt erst auf, wenn wir Hochtief-Wendepunkte rechnen. Also das heißt jetzt als zweites, das waren die Nullstellen. Jetzt machen wir die Extremstellen. Wie geht das mit den Extremstellen? Erstmal ableiten. Gut, was ist Sinus x? Was ist Sinus x minus 0,5 abgeleitet? Cosinus x. Jo. So, was mache ich mit der Ableitung? Gleich neu setzen. Sehr gut. Also jetzt muss ich aufpassen mit meiner Nummerierung. Ja, ich habe hier x1 und x2, jetzt mache ich weiter mit x3 und x4 oder sowas. So, was ist dann das x3? Pi halbe. Jo, also das ist der Arcus-Cosinus von 0, der ist Pi halbe. Und wie gesagt, das plus 2 Kpi lassen wir weg. Das könnte man dazu machen. Wie gesagt, es verkompliziert es nur ohne, also ist kein Ertrag in der Situation dabei, deswegen lassen wir es einfach weg. Was ist dann das x4? Was
das ist das x4. Pi minus pi halber, das ist auch pi halber. Das ist falsch. 2pi minus pi halber. Ja, also da müsst ihr echt aufpassen. Beim Sinus ist es pi, beim Cosinus 2pi. Jo, und damit kommen wir auf 3pi halbe. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen die y-Werte von den extremen Punkten noch ausrechnen. Bei einem, wenn man Extrempunkte macht, muss noch etwas, da kommt noch etwas dazu. Die y-Werte sind okay, wir können die auch rechnen, aber wir sollten verifizieren, ob die Tief- oder Hochpunkte sind. Das ist die Verifikation, ist beim Wendepunkt, beim Extremwert heißt das Klassifikation. Beim Wendepunkt kann man auch klassifizieren, aber verifizieren, also besser klassifizieren, weil wir müssen, wollen wissen, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist. Ja, wie mache ich das, die Klassifikation? X in F2 einsetzen. Ja, da müssen wir erstmal die zweite Ableitung rausfinden. Also die erste Ableitung, die haben wir jetzt. Was ist denn die zweite Ableitung? Also das ist eben Sinus X minus 0,5 zweimal abgeleitet. Was kommt da raus? Minus Sinus von X. Sehr gut. Also Cosinus x abgeleitet ist minus Sinus x. So, was muss ich jetzt damit machen? Gleich nur setzen. Dann bin ich, also dann passiert es Chaos, ja, weil ich will gerade die Extremwerte rechnen und komme ich irgendwie zu den Wendepunkten. Schauen, ob es größer 0 ist oder kleiner 0. Das kann man besser ausdrücken, ist aber richtig. Wie minus Sinus x, ist das größer 0 oder kleiner 0? Man setzt die Werte x3 und x4 in Sinus x ein. So ist es, völlig richtig. Also wir berechnen f2' von pi halbe. Und das ist Sinus minus Sinus pi halbe. Was ist minus Sinus pi halbe? Das ist minus 1, kleiner 0. Was bedeutet das? Wenn das kleiner 0 ist? Hochpunkt. Jo, wir haben ein Maximum. Ich schreibe das Wort Maximum erstmal hin, weil zum Hochpunkt gehört der y-Wert, den ich noch nicht habe. Ja. Das ist natürlich das Allerwichtigste, ja, dass wir auf jeden Fall das nicht einen Punkt nennen. Ja. Völliger Unsinn, deswegen wird es so gemacht. Was machen, was müssen wir sonst noch rechnen? Jawohl, also das 3pi halbe einsetzen. Und was kommt da raus? Da kommt dann logisch plus 1 raus, das ist größer 0. Und damit habe ich hier ein Minimum. So, das war jetzt die Klassifikation, insbesondere auch eine Verifikation. So, jetzt wollte ich die Extrempunkte haben. Das heißt, jetzt brauche ich noch die y-Werte dazu. Das heißt, ich berechne f von was? F von minus 1 und 1. Das ist falsch. F von den x-Werten. So ist es. Jawohl. Aber es war gar nicht so falsch, weil es kommen ja die minus 1 und 1 irgendwie ins Spiel. Ne? Das ist schon okay. Also das ist Sinus pi halbe minus 0,5. Und f von 3pi halbe, das ist Sinus von 3pi halbe minus 0,5. Und was kommt da raus? Das ist der 1 minus 0,5, daher die 1. So, also da kriegen wir dann minus 1 minus 0,5 und das ist minus 3 halbe. Ja? So, und jetzt können wir etwas über unsere Extrempunkte sagen. Was können wir da sagen? Hier haben wir den Hochpunkt bei pi halbe Strich 1 halb. Und hier haben wir einen Tiefpunkt bei 3pi halbe Strich minus 3 halb. So, ja, das heißt, wir haben jetzt die Nullstellen gerechnet. Und beide Extrempunkte im Intervall 0,2. Ich würde sagen, der Stelle wurde wieder abgeschlossen.
So, gibt es noch Fragen dazu, bevor wir die Wendepunkte machen? Gut, dann werde ich jetzt mit den Wendepunkten anfangen. Und zwar schreibe mir die Funktion nochmal ab, die war ja Sinus x minus 0,5. Also das lasse ich nochmal stehen. Und das f' war ja Cosinus x und das f2' war minus Sinus x. Das sind die Informationen, die wir bisher hatten. Und wir wollen jetzt die Wendepunkte rechnen. Wie geht das jetzt mit den Wendepunkten? Die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Gut, die zweite Ableitung war das hier. Wir setzen also f2' minus Sinus x, sehr gut, gleich 0. So, das löse ich jetzt nach x auf. Wie geht das? Erst einmal minus 1, dass man Sinus x gleich 0 hat und dann a plus Sinus 0. Ja. So, was ist der a plus Sinus von 0? 0. Ja. Ich hoffe, ihr habt das abgeschrieben. Wenn ihr es nicht abgeschrieben habt, mich stoppen. Also das heißt, ich mache jetzt hier die Tafel zu. Das ist 0. So, was ist das x2? 4. Und gibt es da noch was dazu zu sagen in diesem super Sonderfall? Ja, dass man das zusammenfassen kann. Ja, also das war. Moment, ich muss jetzt. Das ist halt, KP ist einfach. Ja, es ist KP, aber ich habe ja hier, ich will ja nur die Lösungen im Intervall 0, 2 Pi haben. x3, x4, x5, x6. So, ich will ja nur die im Intervall 0 bis 2 Pi haben. Da gibt es hier in der Situation die super Sonderfallausnahme, dass es hier noch ein x7 gibt. Also quasi nochmal eine Nullstelle. Nämlich welche? Das ist die 2Pi. Theoretisch nehme ich das, hier steht ja plus 2kpi und für k gleich 1 liege ich hier genau am Rand. Und wenn ich hier direkt am Rand liege, dann liege ich eben da nochmal direkt am Rand und das heißt, die 2Pi muss hier mit auftauchen. Das ist echt ein Problem, aber muss im Grundkurs genauso beherrscht werden wie selbstverständlich im Leistungskurs. Achso, weil das untere ja einmal Pi ist und das mittlere 0 mal Pi. So ist es, da kommt ja ein 2 mal Pi nämlich noch vor. So, gut, jetzt haben wir 3 mögliche Wendestellen. Was machen wir jetzt? Die dritte Ableitung. Was ist die dritte Ableitung? Minus Cosinus x. Ja, das ist minus Cosinus x, die dritte Ableitung. Und da setze ich das jetzt ein. Das heißt, wir berechnen f3' von 0pi und 2pi. Also was kommt da jedes Mal raus? Das war ja minus Cosinus x. Wenn ich 0 einsetze, minus Cosinus von 0 ist... Das ist minus 1. Dann minus Cosinus von Pi. Das ist 1. Und minus Cosinus 2Pi. Auch 1. War 1, stimmt das? Dann natürlich nicht, ist auch minus 1. So, jetzt wissen wir, da das ungleich 0 ist, sind die Wendepunkte verifiziert. Unter uns, es sind spezielle Wendepunkte. Was heißt denn plus 1 und minus 1 für den Wendepunkt jetzt? Also, dass dies hier positiv und hier negativ ist. Negativ heißt maximale Steigung. Und positiv heißt minimale Steigung.
Ja, also das heißt, das kann man dazu wissen, das sind auch durchaus Aufgaben üblich, wo man fragt, wie heißt denn der Punkt der größten Steigung? Ja, und dann ist natürlich nicht der Punkt der minimalen Steigung gesucht, sondern da muss man direkt sowas da sich anschauen. Gut, jetzt, das sind die Wendestellen, jetzt haben wir die Wendepunkte, wir haben sie ja, also nenne ich den W1, W2 und W3. So, wie heißen die jetzt? Da müssen wir den Y-Wert ausrechnen. Pi und 2Pi in f von x einsetzen. Ja, was ist denn f von 0? Minus 0,5. Jawohl, und damit schreibe ich das hier hin. Was ist f von Pi? Sinus von Pi ist auch 0. Wir haben alle den gleichen y-Wert. Ich zeichne die Funktion nochmal auf. Jetzt mache ich es ein bisschen exakter, nicht so, also was auch immer exakt ist. Ja. Also die Funktion sieht etwa folgendermaßen aus. Und so, das ist der normale Sinus, wie wir ihn kennen. Aber der Sinus, da wird ja 0,5 abgezogen. Das heißt, die x-Achse, die liegt hier oben irgendwo. Die y-Achse liegt irgendwo hier, y und x. Und ändern, also wir wollen ja an der Stelle 2pi ändern, also das endet dann hier, das gibt es schon nicht mehr. Und jetzt sehen wir die Wendepunkte, die zeichne ich jetzt mal gelb ein. Die Wendepunkte liegen hier, hier und hier. Also immer auf der gleichen Höhe, immer auf Höhe minus 0,5. Und das hier ist 2pi, habe ich eingezeichnet. Und das hier ist 0,5. Und also so als Höhe drin. So, das sind die Wendepunkte. Dann zeichne ich nochmal die Hochpunkte ein, die wir gerechnet haben, oder die Extrempunkte. Der eine war hier und der andere war hier, bei Pi halbe Strich 0,5, bei 3 Pi halbe Strich minus 1,5, das sind die Extrempunkte. Und die Nullstellen, da haben wir auch zwei Stück, das ist der bei, 0 Strich, bei Pi Sechstel Strich 0 und bei 5 Pi Sechstel Strich 0. Das ist hier an der Stelle, ist irgendwo dann das Pi. Ja, und so sieht die Funktion aus und das sind die dementsprechenden Werte. So, gibt es da Fragen dazu?